Hallo, herzlich willkommen zu Netrepreneurs. Hallo Christoph. Hallo Martin. Ja, Christoph, wo bist du eigentlich gerade? Ich bin gerade in Medellin in Kolumbien. Ich mache hier eine Workation, das heißt, ich habe hier 10 Unternehmer aus Deutschland eingeladen. Wir sind da circa eine Woche hier in Kolumbien, entdecken die Stadt, haben hier unseren Spaß, arbeiten natürlich auch ein bisschen von hier. Okay, ja, das hört sich ja wahnsinnig spannend an. Vielleicht erzählst du so ein bisschen was, was du machst. Du bist ja über dieses Blog Staatenlos, bist du ja so ein bisschen bekannt geworden, sage ich mal. Und dann sind da nach und nach auch weitere E-Books hinzugekommen und Angebote. Was ist denn momentan das, was du so in deinem Alltag am meisten machst? Genau, ich habe meinen Blog staatenlos.ch. Das heißt, ich habe eine große Webseite, die sich quasi den Themen verschrieben hat, alles irgendwie zu lösen, was irgendwie international machbar ist. Das heißt, ich helfe Leuten beim Auswandern, Steuern sparen, Unternehmensgründung, Bankkontoeröffnung, Investments und vielen weiteren Sachen. Und meine, ja, mittlerweile sage ich mal, Haupttätigkeit ist einfach unabhängige Beratung in diesem Bereich zu geben. Das heißt, viele Leute wissen einfach nicht, was sie machen sollen, wo das Unternehmen sein soll, wo ihr Wohnsitz sein soll. Und auch ihre Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter wissen oft nur zum Beispiel in Deutschland Bescheid, aber nicht überall auf der Welt. Und ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, ich kenne mich in allen Ländern der Welt zu 90% aus und in den restlichen 10% habe ich halt meine Partneranwälte vor Ort, die das Ganze dann begleiten und umsetzen können, also eine Firma gründen können oder bei der Auswanderung helfen können, wenn ich mich einfach als Art unabhängigen Berater verstehe, der, sage ich mal, den Leuten die richtige Entscheidung, bei der richtigen Entscheidung helfen kann. Ja. Wie hat das für dich angefangen? Also, was war der Moment, wo diese Idee kam, ah, staatenlos, ah, das ist jetzt, damit starte ich jetzt, das ist jetzt mein Ding. Ja, ich hatte das tatsächlich von längerer Hand vorbereitet. Ich hatte allerdings schon zwei andere Blogs davor, die auch so ein bisschen in die Richtung gingen. Die hießen nicht staatenlos. Der eine hieß irgendwie Freiheitspfade. Das war gut, dass ich es hatte, aber es ist daraus nichts geworden, weil ich einfach damals noch keine große Ahnung vom Bloggen hatte und vom Online-Marketing und so weiter. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, bevor du jetzt irgendwie so dumm rumbloggst, musst du so ein bisschen Strategie machen. Das heißt, ich habe dann sehr viel gelesen, Psychologie, Online-Marketing, Business und so weiter. Habe gleich mal gesagt, ich habe damals noch Verwaltungswissenschaften studiert. Ich war eigentlich, sag ich mal, auf dem Weg, so ein Beamter zu werden. Eigentlich kommt ja das Gegenteil, was ich jetzt mache. Habe dann aber gesagt, ja, jetzt nach dem Studium, nach dem Bachelor, nimmst du dir ein halbes Jahr Zeit, reist ein bisschen durch die Gegend und da fängst du dann an, deinen Blog zu starten. Aber auch nicht sofort, sondern mit ordentlich Vorlaufzeit. Das heißt, ich habe allein den Blogstart so circa 4 Monate vorbereitet, einige Artikel schon geschrieben, viel gemacht und dann angefangen. Und erst, sage ich mal, gar nicht so mit dem Motiv, irgendwie das zu monetarisieren, Geld zu verdienen, aber es kam dann doch relativ schnell. Das heißt, ich habe dann irgendwie gesehen, die Leute interessiert das, das sind wertvolle Informationen, die zahlen da sogar Geld für. Dann habe ich meine erste Dienstleistung angeboten, damals auch sehr, sehr billig, irgendwie für 30 Euro oder sowas. Und diese 30 Euro, das hat mich 4 Stunden gebraucht, bis ich so eine Analyse geschrieben habe. Nach und nach habe ich dann gesehen, na, das musst du nicht alles schriftlich machen, du kannst auch einfach mit den Leuten telefonieren. Und dann hat sich das alles entwickelt, die Beratung. Ich mache mittlerweile Seminare im deutschsprachigen Raum. Ich habe meine Bücher geschrieben, die ich verkaufe und diverse andere Sachen. Okay, also so einen guten Mix, sage ich mal, aus Beratungen, Seminaren und Produkten, die sich so zusammenführen. Genau, einerseits die aktive Seite, die Beratung, die Seminare und dann halt eher so das passive Einkommen, was langfristig, sage ich mal, ein stärkeres Gewicht haben sollte, weil ich mich ja nicht, wie sagt man das, tot arbeiten möchte. Ja. Ich glaube, du hast irgendwie geschrieben oder ich habe es gelesen, du hast deine Preise irgendwie, deinen Stundensatz erhöht um 100 Euro und ups, es gibt viel mehr Anfragen als vorher. Das kann ja auch so ein bisschen so diese Falle sein, dass man, wenn man mit was sehr erfolgreich ist und man da entsprechend auch merkt, wow, die Leute sind bereit, 200, 300 Euro pro Stunde zu geben, dass man dann auf einmal wieder so in diesem Stundengedöns drin ist, dass man so ein Ja, bisschen richtig. aus den Augen verliert. Wie machst du das, dass du da so die Balance, Also ich habe, glaube ich, schon eine ganz gute Balance, aber teilweise wird es mir echt zu viel mit den Beratungsgesprächen. Deshalb habe ich gerade letzte Woche wieder um 100 Euro erhöht.
Es kamen auch wieder einige Anfragen dann, das ist irgendwie das Paradox, bis ja immer nach der Preisänderung war noch mehr zu tun. Aber wenn hat man davon ja auch dann ein bisschen mehr, ja, und kann vielleicht da an anderer Stelle sich ein bisschen einschränken. Im Moment mache ich schon so 30 bis 50 Stunden die Woche. Also ich habe nicht diese klassische 4-Stunden-Woche. Da habe ich eigentlich auch keine Lust zu. Ich finde es schon okay, irgendwie 30 Stunden die Woche was zu machen, jetzt für den Blog. Das heißt, neuen Content zu erstellen, das ist eh so ein bisschen Chefsache, weil es einfach sehr schwierig ist, das quasi auszulagern. Früher, sag ich mal, in den ersten Tagen des Blogs, quasi im ersten kompletten halben Jahr, habe ich fast jeden zweiten Tag einen Artikel rausgehauen. Das war sehr wertvoll, um, sag ich mal, diesen Blog aufzubauen, um da schnell eine, sag ich mal, Anhängerschaft zu gewinnen. Jetzt reicht es völlig aus, alle 10 Tage mal einen Artikel zu schreiben. Wie hat sich das so entwickelt? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also du hast angefangen, relativ viel zu bloggen, das war auch gut vorbereitet, hatte auch so eine gewisse Strategie. Und dann haben die Leute angefangen, dir in den Kommentaren oder per E-Mail Fragen zu stellen. Und daraus hast du dann sozusagen erstmal Standardproduktanalyse/Beratung entwickelt. Genau, ich hatte auch eine Art Buch, das heißt, ich hatte so den typischen Traum eines Grünschnabels. Ich schreibe jetzt dieses Buch und verkaufe das teuer und muss nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich dieses Buch, die Startlos-Mentalität, irgendwie das ist eher so ein bisschen Psychologie und dann so ein bisschen Flying-Theory, das, was ich mache, veröffentlicht. Damals war ich, glaube ich, in El Salvador, in einem Hostel. Habe auf Veröffentlichen geklickt und ja, immerhin am nächsten Tag hatte ich 200 € eingenommen, das war natürlich ziemlich enttäuschend jetzt in meinem Kopf. Dann habe ich mich entschieden, das brauchst du gar nicht verkaufen, das Buch, das nimmst du jetzt als Freebie, wenn die Leute dir deine E-Mail-Adresse geben. So habe ich das dann auch gemacht und das war auch eine ganz gute Entscheidung. Das Buch hat sehr vielen Leuten gut gefallen. Irgendeine Leserin hat gleich 50 Print-Exemplare geordert und irgendwie verteilt und das hat durchaus dazu beigetragen, am Anfang das so ein bisschen aufzubauen. Ja, und dann habe ich circa ein Jahr lang eben ordentlich geschrieben, Beratungen angefangen und dann irgendwann mein zweites Buch, Weil dein Geld dir gehört, geschrieben. Also da geht es einfach um Banken weltweit, wie man sein Geld quasi weltweit anlegen und schützen kann. Und damit ging es dann so richtig los bei mir. Also da hatte ich das konstante passive Einkommen, war nicht mehr so wirklich auf die Beratung angewiesen, also da um jeden Preis ein Beratungsgespräch zu machen. Hatte also, sag ich mal, auch den Luxus, dann die Preise zu erhöhen, einfach um zu sehen, was passiert. Ja, und so kam es mit vielen, sag ich mal, Konferenzen, wo ich Speaker war, vielen Interviews, wie jetzt mit dir, dass ich natürlich weitgehend bekannter und bekannter wurde. Und viele Leute mich ausprobiert haben und sicherlich mich auch weiterempfehlen. Ja. Und so von meinem Gefühl her, ich glaube, ich war auch so relativ vom Start weg irgendwie dein Blogleser, hat sich auch diese Klientele sehr gewandelt. Also am Anfang war es ja sehr, ich sag mal, hatte es eher so die Zielgruppe der Freelancer, der auf Weltreise geht, während es jetzt ja sich eher so entwickelt hat, mehr in die Richtung, okay, der Unternehmer, der einfach entsprechend die Möglichkeiten der Internationalisierung wirklich ausnutzen will. Das heißt, es hat sich auch so gefühlt verschoben von Einzelpersonen hin mehr zu Organisationen. Ich sage mal, es ist immer noch sehr heterogen. Das heißt, ich habe mich einfach damals auch bewusst, sag ich mal, auf die Nische spezialisiert und da habe ich immer noch quasi eine Art Monopol der Leute, die weniger als 100.000 Umsatz im Jahr machen, aber natürlich auch viele Leute, die da drüber sind, die einfach auch angezogen sind. Aber ich habe eben noch, immer noch viele kleine Selbstständige, viele Familien, die zum Beispiel ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen und deshalb zu mir kommen. Viele kleine Selbstständige, Kleinunternehmer, die längst nicht an diese 100.000 drankommen und gar nicht das Geld hätten oder gar keine Lust hätten, zu irgendeinem Anwalt oder Steuerberater zu gehen. Und für die kann ich eben auch Lösungen machen. Deutlich mehr Spaß macht es mir natürlich, wenn es um ein bisschen mehr Geld geht, wenn man vielleicht ein bisschen kompliziertere Strukturen auch mal bauen kann. Das ist deutlich spannender meistens als so das Standardzeug. Ja. Was ist so das Interessanteste, was du in der letzten Zeit gemacht hast? Also, wenn du sagst, dass das reizt dich auch irgendwie, diese komplizierten, etwas komplexen Strukturen zu bauen? Ja, ich sag mal, das ist wahrscheinlich dann diese komplexen Strukturen für mich selbst jetzt aufzusetzen. Das heißt, ich
habe jetzt quasi im letzten Jahr quasi alles für mich selbst aufgesetzt, damit das möglichst unangreifbar ist. Das heißt, ich wohne mittlerweile in Panama. In Panama habe ich einen Wohnsitz, bin ich quasi steuerfrei auf alles, was ich im Ausland verdiene. Dann habe ich mein Unternehmen in Dubai, da ich natürlich auch keine Steuern. Habe da noch eine Stiftung hintergepackt. Das heißt, alles diese ganzen Unternehmen, die ich habe, die gehören mir gar nicht. Die gehören der Stiftung und dementsprechend kann man mich auch nicht greifen, weil ich quasi nichts besitze außer mein Handgepäck, mit dem ich um die Welt reise. Okay. Und damit bist du praktisch komplett abgesichert gegen alle möglichen Angriffe, die jemand sozusagen gegen dich fahren würde. Wenn mich jetzt jemand verklagen will oder wenn meine zukünftige Ehefrau, noch habe ich keine, mich sich scheiden lassen will, gibt es keinen Zugriff auf irgendwelche Gelder. Okay. Und was für ein Leben lebst du im Moment so? Also das heißt, du, wie lange bist du so an einem Ort? Bist du eher der schnelle Hopper oder bleibst du eher längere Zeit an einem Ort? Ja, ich glaube, unter den digitalen Nomaden bin ich tatsächlich einer der nomadischsten. Das heißt, ich war allein 2016 in 40 Ländern. Bin jetzt ein bisschen dazu übergegangen, es ein bisschen ruhiger zu halten, aber immer noch relativ viel unterwegs. Das heißt, ich war jetzt eine Woche in Kolumbien, fliege jetzt morgen weiter nach Ecuador, dort bin ich dann 4 Wochen. Allerdings, sage ich mal, auch relativ kurz an verschiedenen Orten. Mache dann noch eine Kreuzfahrt auf den Galapagos-Inseln, das wollte ich schon mal seit Jahren machen. Dort gibt es dann auch kein Internet, das heißt, mein erster Test, wo ich 10 Tage ohne Internet offline ausprobiere seit 3 Jahren, quasi seitdem der Blog angefangen ist. Das sollte mittlerweile ganz gut klappen. Okay. Wie sieht dein Support-System aus? Also arbeitest du alleine? Hast du Mitarbeiter? Hast du Freelancer oder VPAs, die dir so irgendwie helfen im Tagesgeschäft? Genau, das ist, sage ich mal, diese Hochspezialisierung, diese ganze Expertise, das Wissen wird mir so ein bisschen zum Verhängnis, weil ich halt viele Sachen sehr, sehr schwer outsourcen kann. Also den Content, die Beratungen und so weiter, das wäre wahrscheinlich sehr minderwertig, wenn ich das outsourcen würde. Aber natürlich kann ich durchaus Dinge abgeben und das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mein ganzes Social Media outgesourced. Ich habe eine Mitarbeiterin in der Ukraine, die kleinere Sachen mal für mich macht, gewisse Recherchen, gewisse E-Mails, gewisse Sachen organisieren. Das habe ich vor, jetzt auch auszubauen. Aber ich sage mal, viele Sachen mache ich einfach auch gerne selbst. Gerade wenn es dann auch darum geht, Flüge zu buchen oder Hotel zu suchen oder eigene Trip zu planen. Das macht mir Spaß, das kann ich auch sehr gut. Günstige Flüge finden und sowas. Und ich sage mal, das ist Chefsache, auch wenn da manchmal die Zeit fehlt, sage ich mal, neue Produkte zu entwickeln. Ich wollte schon seit 4-5 Monaten meinen Videokurs fertigstellen. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich hoffe, ich kriege das jetzt Ende des Monats hin. Was denkst du, hat dich jetzt sozusagen dazu gebracht, dass du als diese Person das jetzt so umgesetzt hast? Du hast ja am Anfang irgendwie das dir auch noch offen gehalten. Okay, mache ich das jetzt? Gehe ich vielleicht dann doch wieder nach dem Bachelor zurück? Was war so der Moment, in dem du wusstest, ich gehe jetzt nicht wieder zurück, ich werde jetzt nicht Verwaltungsbeamter, sondern ich ziehe das jetzt durch? Ja, es war so ein bisschen zwiespältig bei mir noch. Das heißt, nach einem halben Jahr war ich dann, sag ich mal, vor der Entscheidung, oder ich war quasi bei Anfang des Blogs schon vor der Entscheidung, soll ich noch einen Master dranhängen? Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin nach Malta gegangen, habe etwas studiert, das heißt Innovationsmanagement, also was komplett anderes. Ich bin eigentlich nach Malta gegangen, einfach aus Spaß, weil ich mal die Insel entdecken wollte, auch weil Malta damals für mich steuerlich interessant war. Ich habe mich dann nie in Malta angemeldet, ich habe dort nur quasi studiert und habe das Ganze nach 3-4 Monaten abgebrochen. Erstens, weil der Blog deutlich besser lief und zweitens, weil aber das Studium einfach langweilig war, sehr viel Zeit gekostet hat, Anwesenheitspflicht, Gruppenarbeiten und so weiter. Und dann dachte ich, jetzt kannst du dich besser 100% Vollzeit auf dein Business konzentrieren und hast dann deutlich mehr davon. Dann habe ich quasi habe ich das Studium abgebrochen und dann quasi 6 Wochen tatsächlich nicht gereist, mich nur in Malta aufgehalten und in 6 Wochen dieses 250 Seiten starke Buch, weil dein Geld dir gehört, über Auslandsbanken niedergeschrieben. Also das Material war alles schon vorher da, aber ich musste es halt alles in Worte fassen. Und dann habe ich dieses Buch veröffentlicht und dann ging es erst so richtig los, sag ich mal. Dann hatte ich ein gutes Produkt, was mir so ein bisschen Reichweite verschafft hat. Und ja, seitdem bin ich, sag ich mal, munter auf Weltreise und ja, baue ständig den Blog aus.
Was sind so deine persönlichen Eigenschaften, wo du sagen würdest, das hat mich, das unterstützt mich dabei, das sind Eigenschaften, die mir geholfen haben, so diesen Weg zu gehen? Ja, ich sag mal, ich kann viele Dinge überhaupt nicht. Ich wäre als Angestellter, als Arbeiter, wäre ich wahrscheinlich sofort arbeitslos. Aber ich habe einfach, sag ich mal, gewisse Vorteile, die gerade in diesem Business extrem nützlich sind. Das heißt, ich bin schon immer ein sehr schneller Leser gewesen. Ich habe Massen an Bücher verschlungen, selbst als ich noch in der Grundschule war. Diese schnelle Informationsverarbeitung, schnelle Informationsaufnahme und auch ein, ich würde sagen, unbescheiden sagen, relativ gutes Gedächtnis, helfen halt extrem dabei, diese ganzen bürokratischen Sachen aufzunehmen, zu verarbeiten, zu verstehen, Zusammenhänge zu bilden und so weiter. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil, der natürlich auch in anderen Sachen jetzt im Online-Bereich sehr nützlich sein kann. Sonst, ja. Okay. Wie strukturierst du dir so deinen Alltag? Was hast du? Hast du da irgendwie so einen bestimmten Ablauf oder bist du komplett Free Flow? Ich bin relativ unstrukturiert, muss man sagen, einfach weil ich auch halt relativ viel unterwegs bin. Das heißt, ich plane das nicht wirklich. Was ich natürlich planen muss, sind die Beratungsgespräche. Das mache ich dann meist auch sehr spontan. Ich habe meist gar keinen Kalender. Ich plane das immer für die kommende Woche, wie es mir halt gerade so in den Kram passt. Jetzt bin ich in Kolumbien. Hier ist die Zeitverschiebung nach Deutschland -7. Das heißt, ich mache die ganzen Beratungsgespräche gerne morgens, bereits ab 8 Uhr. Das passt mir eigentlich gar nicht so, weil ich ein Spätaufsteher bin. Meistens schlafe ich so bis 11 oder 12. Aber es ist eigentlich ganz nett, wenn man jetzt hier in Südamerika ist, das eben mal früh zu machen, dann hat man mehr vom Tag, ja. Und was denkst du, wo das Ganze jetzt hingeht? Also wenn du jetzt mal so 2, 3 Jahre weiter denkst, was denkst du, wenn du diese Schiene jetzt weiterfährst, worauf zielt es hin? Ja, ich bin im Moment schon dabei, das Ganze auf den englischen und den spanischen Markt zu skalieren. Das heißt, ich habe jemanden gefunden, der das quasi mit mir zusammen im Spanisch aufbaut, kriegt seine Gewinnbeteiligung, ähnliches im englischen Markt. Im englischen Markt ist halt schon sehr viel, sag ich mal, Konkurrenz. Wenn auch nicht so wirklich, sag ich mal, wie ich das machen würde. Deshalb ist da durchaus noch meine Nische. Hauptfokus liegt natürlich immer noch auf dem, sag ich mal, deutschsprachigen Bereich. Da werden einige Produkte kommen. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Vielleicht auch irgendwie, dass ich mal anfange, Interviews oder einen Podcast zu machen. Wäre vielleicht auch sehr spannend in dem Bereich. Da schwirren mir noch tausend Ideen im Kopf rum. Es fehlt bloß, sag ich mal, die Zeit, das umzusetzen. Aber ich habe eben auch ganz bewusst gesagt, ich möchte mich jetzt nicht 100 Stunden die Woche in irgendeinem Büro einschließen, sondern ich reise die ganze Zeit und schaue, wie ich Zeit habe. Und wenn es dann nur 20 Stunden die Woche sind und der Blog langsamer wächst, ist das auch okay, solange ich davon gut leben kann. Und das kann ich ja. Du hast es schon gesagt, tausende Ideen und man könnte so viele möglichen Sachen machen. Wie entscheidest du von den ganzen Ideen, was du denn jetzt wirklich machst? Also wie priorisierst du die verschiedenen Projekte? Ja, ich sage immer scherzhaft, so 50% meiner Arbeitszeit ist quasi still rumsitzen und nachdenken. Das heißt, dieses ganze Reisen, Fliegen, Busfahren, was auch immer, durch die Stadt laufen, sich irgendwas anzuschauen, hat man einfach viel Freizeit zum Nachdenken. Und diese Zeit nutze ich natürlich schon aktiv. Da bin ich jetzt nicht einfach weg. Die nutze ich schon aktiv, um irgendwie neue Sachen auszuloten, teilweise auch irgendwie Beiträge vorzuformulieren im Kopf. Diverse Dinge zu machen, zu verarbeiten. Also diese komplett passive Zeit ist eigentlich aktiv sehr genutzt bei mir. Okay, super. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt mit seinem Business startet und der denkt, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen über den Tellerrand direkt hinausblicken, wenn ich jetzt anfange, mir mein Business oder mein Online-Business aufzubauen? Was sind so 5 Sachen vielleicht, die man konkret am Anfang umsetzen sollte, um direkt richtig zu starten? Ja, ich sag mal, wenn man eine richtige Idee hat und dass das einem auch Geld einbringen könnte, man sollte natürlich einfach wissen, wo es hingehen soll, auch privat. Möchte man in Deutschland bleiben? Möchte man jetzt auf Weltreise gehen? Möchte man überhaupt zurückkommen, wenn man das macht? Und je nachdem dann auch die Entscheidung treffen, wie man sein Unternehmen gründet. Wenn man jetzt in Deutschland bleiben möchte, dann macht es am Anfang keinen Sinn, irgendwie außerhalb von Deutschland ein Unternehmen zu gründen, weil einfach die gesetzlichen Faktoren da nicht mitspielen. Wenn man dann irgendwann mal
100.000 Gewinn im Jahr macht, dann kann man durchaus über gewisse Auslandsmodelle nachdenken. Aber das macht einfach vorher oft keinen Sinn, weil es dann 10.000, 15.000, 20.000 kostet, das Ganze rechtssicher aufzusetzen. Mhm. Wenn man jetzt allerdings eher auf Reise gehen will, dann braucht man auch nicht unbedingt in Deutschland ein Gewerbe. Das heißt, könnte auch einfach überall sonst auf der Welt, es gibt, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten, nutzen, um dort ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht möchte man auch einfach irgendwie in einem anderen Land leben und auswandern und kann dann dort vielleicht Freelancer sein oder auch dort ein Unternehmen gründen. Das muss man dann halt einfach entsprechend kombinieren. Wenn man in Deutschland bleibt und dann aber irgendwann weg will, man muss sich halt immer vor Augen halten, es gibt gewisse Regelungen in Deutschland, die sogenannte Wegzugsbesteuerung. Das heißt, immer wenn man GmbH, eine UG in Deutschland gründet, wird es relativ schwierig, ins Ausland zu gehen, weil die sogenannte Wegzugsbesteuerung droht. Also das Finanzamt schätzt den Firmenwert und tut so, als ob das verkauft wird. Und darauf muss man Steuern zahlen. Und da gibt es einige Wege drumherum, aber es ist trotzdem nicht so angenehm. Das heißt, ich sage immer, es ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Wenn man in Deutschland bleiben will, macht es schon sehr viel Sinn, eine GmbH zu gründen. Vielleicht auch gleich zwei, sondern eine Holding, GmbH und Tochtergesellschaft. Aber wenn man dann raus möchte, dann ist es sehr, sehr schwierig, sich davon zu trennen. Mhm. Was ist noch ein weiterer Tipp, den du Leuten geben würdest, die starten mit ihrem Unternehmen? Ja, ich sag mal, man muss halt einfach so ein bisschen kompromissfähig sein am Anfang. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Welt entdecken möchte, vielleicht auch gar kein großes Startkapital hat, dann sollte man eben nicht nach London oder nach Zürich gehen, sondern geht man halt in die Ukraine oder nach Südostasien, wo man halt mit deutlich weniger Geld lange haushalten kann. Ich sage immer den Leuten, eigentlich kann das, diesen Lebensstil, den wir beide ja auch führen, kann quasi jeder machen. Muss halt nur bloß bereit sein, am Anfang gewisse Kompromisse einzugehen. Ja, das heißt, selbst wenn wir jetzt irgendwie als Freelancer 5 Euro die Stunde verdienen, müssen wir nur 20 Stunden die Woche arbeiten, um 500 Euro im Monat zu verdienen. Und mit diesen 500 Euro im Monat könnten wir in vielen Ländern der Welt relativ gut leben. Ja. Dann haben wir immer noch 40 Stunden die Woche, um unser eigenes Business aufzusetzen, indem wir in 3 Monaten dann vielleicht selbst Geld verdienen. Das heißt, ich halte es für nicht sonderlich schwierig, das zu machen, wenn man natürlich eine gewisse Flexibilität hat und gewisse Kompromisse treffen kann. Was war bisher deine größte Erfolgsstory, wo du gesagt hast, ja, da hat jemand irgendwie diese Idee aufgegriffen und hat das sozusagen direkt umgesetzt? Ja, ich sag mal, jede einzelne Person ist eine Erfolgsstory, die sich aus Deutschland abmeldet oder sich aus anderen Ländern quasi aufmacht in die weite Welt und dort ihre Strukturen aufsetzt. Und da habe ich schon so viele verschiedene Geschichten gehabt von Leuten, die echt teilweise gezweifelt haben, die echt schwierig in der Entscheidungsfindung waren, die es dann auch einfach gemacht haben und mir gesagt haben, es hätte ihnen nichts Besseres passieren können. Und diese individuellen Sachen, das ist halt einfach immer genial. Ich hatte zum Beispiel meinen Familienvater, alleinerziehend mit 4 Kindern. Der war nach 1 Monat irgendwie in Zypern gemeldet und mittlerweile gefällt es ihm so gut, dass er dort sogar lebt. Das war eigentlich gar nicht erst geplant. Und ich habe viele dieser kleinen Geschichten von Leuten, die einfach sehr dankbar sind, dass ich ihnen quasi bei dieser schwierigen Entscheidungsfindung geholfen habe. Und das trägt halt auch, das motiviert auch, diese Beratung weiterzumachen. Du siehst ja sehr viele Businessmodelle auch von vielen verschiedenen Leuten, die so umherreisen. Was würdest du sagen, ist aktuell so das beste Businessmodell für Leute, die die Welt entdecken wollen? Ja, ich sage mal, das kann man nie so pauschalisieren, weil jeder hat auch andere Stärken. Du hast recht mit dem, was ich mache. Das ist schon so eine Art Wirtschaftsspionage. Also ich kann sehr genau sehen, wer was macht und wer mit was wie viel Erfolg hat. Ich habe da auch tausende von Leuten, die natürlich teilweise auch mit gleichen Geschäftsmodellen extrem große Einkommensunterschiede haben. Das heißt, was viele Leute im Moment machen, was ja wirklich in Mode gekommen ist, ist dieses Amazon FBA. Das heißt einfach irgendwie physische Güter irgendwie auf Amazon anbieten. Wobei ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass Leute, die irgendwie Dropshipping machen über Shopify und so weiter, meist deutlich mehr Geld verdienen und auch noch deutlich bessere Möglichkeit haben, Steuern zu sparen und so weiter. Jetzt im Online-Bereich, klar, es gibt viele Leute, die mit digitalen Produkten auch sehr viel Geld verdienen. Oft natürlich auch aus der, sag ich mal, zwielichtigen Branche, gerade so der Dating-Bereich, der Erotik-Bereich, Nahrungsmittelergänzung und so weiter, diese ganzen Geschichten, da kommen natürlich auch Leute zu mir. Kommt immer ganz drauf an, was, sag ich mal, viele Leute, die zu mir kommen, machen, sind irgendwie diese ganzen Online-Kongresse.
Das klappt in meinen Augen nicht so sehr. Mag vielleicht ein ganz guter Grundstein sein, um irgendwie sich was aufzubauen, aber einnahmentechnisch ist es meiner Erfahrung nach nicht wirklich den Aufwand wert für die Leute. Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil das gibt ja immer so einen anderen Hype irgendwie. Alle 3-4 Monate gibt es so eine andere Taktik, die durchs Dorf. Es gibt immer neue Hypes, genau. Und das ist bei meinen Lösungen nicht anders. Vor 2 Jahren haben alle Leute in Hongkong gegründet, weil das irgendwelche bekannte digitale Nomaden gemacht haben. Dann haben die Leute dort gegründet und haben dort kein Bankkonto mehr bekommen. Damit war die Firma quasi nutzlos. Ein Bankkonto dort braucht, um PayPal zu benutzen, und dafür hat man in Hongkong gegründet. Und diese ganzen Hypes, da muss man natürlich ein bisschen skeptisch sein. Und ich meine, im Moment ist dieses Amazon FBA, dann sind es wieder die Online-Kongresse und dann ist wieder irgendwas Neues. Und das kann sicherlich auch Sinn machen, aber ich würde den meisten Leuten empfehlen, sich tatsächlich, sag ich mal, unabhängig von diesen Hypes, ihre Nische zu suchen und da mit Arbeit etwas Schönes aufzubauen. Also du sagst auch, die Positionierung ist sozusagen das Wichtigste, das entsprechende Branding aufzubauen, sich seine Fans sozusagen, sich mit denen zu verbinden und dann zu gucken, was sind denn wirklich Probleme, die ich da mit dieser Zielgruppe lösen kann. Genau. Ich hab mal irgendwie ein Buch gelesen, ich habe schon vergessen, wie das heißt. Das hatte 5 Prinzipien, die irgendwie für ein erfolgreiches Unternehmen wichtig sind. Sogenannte NECST. Also erstens Need, es muss halt einfach gebraucht werden. Also bei mir ist es sicherlich so, die Menschen brauchen irgendwie diese Beratung, wo sie hingehen und so weiter. Dann zweitens ganz wichtig Entry. Das heißt, einerseits, es muss halt für dich selbst relativ leicht zugänglich sein. Ich hatte einfach die Expertise. Andererseits, es muss vielleicht auch für andere Leute relativ schwer sein, reinzukommen. Das ist bei mir auch durchaus der Fall, weil die meisten Leute haben erstens keine Ahnung, zweitens würden sich vielleicht das auch gar nicht trauen, irgendwie so ein bisschen den Start anzugehen, diese ganzen Geschichten. Das heißt, ich habe mir eine Art quasi Monopol verschafft in meinem Bereich. Dann drittens das sogenannte C für Control, also man muss es halt voll kontrollieren können und quasi auch alles Mögliche abgeben können, automatisieren können und so weiter. Time, ganz wichtig, eben sich nicht totarbeiten, sondern passive Produkte haben, damit Einkommensströme aufzubauen. Und letztens, was haben wir noch? Next Scale, genau. Es muss halt einfach skalierbar sein. Und das sind halt einfach, Online-Sachen sind skalierbar. Wenn mir jetzt Dienstleistungen anbietet, ist es halt nicht wirklich skalierbar. Deshalb beides mixen macht da am meisten Sinn. Ich habe halt den großen Vorteil, ich mache die Beratung erstens, aber dann kommen natürlich noch andere Dienstleistungen ins Spiel. Dann kann ich die Firmengründung, die Auswanderung, dann irgendwelche Bücher noch verkaufen, Seminare anbieten, verschiedenste weitere Faktoren. Das baut alles ein bisschen aufeinander auf. Ich glaube, es ist tatsächlich für die meisten Leute sehr gut, wenn sie, sag ich mal, eine ähnliche Strategie fahren und quasi Märkte eröffnen, die noch gar nicht da sind. Das war so ein bisschen meine Strategie, quasi eine Option für alle zu bieten, die eh nie zum Steuerberater, zum Rechtsanwalt gegangen wären, nie auf die Idee gekommen wären, irgendwas steuerlich zu verändern in ihrer Unternehmensstruktur und so weiter. Für die habe ich einfach ein Angebot geschaffen und das zahlt sich im Moment aus, weil da anscheinend doch ein großer Bedarf für ist. Ja, wirklich sehr interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass du halt diese Beratung auch benutzt, um daraus weitere Produkte zu entwickeln. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Und dass viele Leute das auch unterschätzen. Die denken, wow, ich mache jetzt hier mein digitales Produkt und super, dann verdiene ich hier total viel Geld. Aber dieses direkte Feedback, was man kriegt, eben durch die Beratung, um zu gucken, wo liegt denn jetzt hier wirklich mein Mehrwert? Ist es jetzt hier die Unternehmensstruktur? Ist das, wo ich jetzt hier mein Geld mache? Ist das, ich kann mich erinnern, du hast mal gesagt, ich bin total überrascht, dass so viele Leute mit Familien auf mich zukommen, dass das praktisch so jetzt einer der Needs ist, sich eben zu lösen von der Schulpflicht. Ja, sowas kennt man natürlich nur im direkten Kontakt mit den Beratungen. Das heißt, würdest du jemandem empfehlen, auch wenn er jetzt digitale Produkte rausbringt, das immer mit Beratung zu kombinieren? Ich glaube, es macht schon sehr viel Sinn, Coaching zu machen. Man sollte es natürlich, oder ist nicht schlecht, wenn man das selektiv macht, wenn man auch entsprechende Preise dafür verlangt, sich ganz klar seinem Wert bewusst ist. Wenn man jetzt irgendwie kostenlose Beratung anbietet, dann hat man wahrscheinlich sehr schnell viel zu tun oder aber vielleicht auch gar nichts zu tun, weil es halt einfach nicht wertig genug ist. Das heißt, ich würde schon den meisten Leuten raten, das zu machen,
aber dann auch ruhig hohe Preise dafür anzusetzen. Immerhin ist man dann auch aktiv 1-2 Stunden im Gespräch verwickelt und hat eben nicht mehr Zeit für andere Dinge. Ja. Was hast du irgendwie mal so richtig verkackt? Also gibt es eine Sache, wo du gesagt hast, das war ein ziemlich doofer Fehler, aber da habe ich echt eine ganz wichtige Lektion draus gelernt? Ja, ich sag mal, so einen wirklich mega Fehler hatte ich nicht, aber ich habe immer tausende kleinere Fehler. Und das ist mir eigentlich lieber, jeden Tag irgendwie so ein bisschen was zu verkacken und dann das Feedback zu haben, das beim nächsten Mal dann zu verbessern. So ein richtiges schlimmes Ding hatte ich eigentlich noch nicht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Klar, ich hatte da mal irgendwelche negativen Kommentare, auch auf anderen Blogs und so weiter, aber es ist oft sogar noch Werbung für mich. Ja. Das heißt, ich sage immer auch, was ich mache, ist schon sehr kontrovers und viele Leute schreiben auch vielleicht negativ drüber, aber es ist dann meist trotzdem Werbung für mich. Und die meisten Leute, weil sie einfach sehen, dass ich das gerne mache, dass das eben sehr authentisch bin. Selbst wenn sie, sage ich mal, politisch, philosophisch anderer Meinung sind, finden die das sogar teilweise gut, was ich mache. Und wie gehst du damit um, mit Kritik oder mit entsprechend, wie verbesserst du dein Wissen, dein System, dich selber? Ja, ich sag mal, dieses Ganze, was ich mache, dieser ganze Staatenlust-Blog, der hat eben nicht nur die, sag ich mal, die Seite, dass ich Geld damit verdiene, sondern für mich ist es eine Art Ethik, ja. Das heißt, ich bin quasi Anarchist, kann ich sagen. Ich finde es eben auch gut, wenn Menschen sich von Gewalt und Zwangssystemen lösen, die für mich einfach Staaten sind. Und dementsprechend, wer weniger Steuern zahlt, der tut eigentlich etwas Gutes, der lebt deutlich ethischer. Und für mich ist es einfach auch sehr wichtig und sehr motivationstragend, das so zu verbreiten, auch so ein bisschen sag ich mal, Motive eines freiwilligen Lebens in Freiheit zu verbreiten, selber frei zu leben, auch mit gutem Beispiel voranzugehen und einfach zu sehen, dass viele Leute eben mir dann auch folgen und Ähnliches machen wollen. Dementsprechend Kritik perlt relativ leicht von mir ab. Also es muss schon einiges kommen und ich bin auch, sag ich mal, so wirklich starke Kritik habe ich fast nie gehabt. Das heißt, wenn Leute nichts mit mir zu tun haben wollen, dann haben sie halt nichts mit mir zu tun. Dass ich jetzt irgendwelche Drohbriefe bekomme oder Kritik oder sowas, kommt eigentlich gar nicht vor. Also extrem selten, dass da mal irgendwie ein negativer Kommentar kommt. Weil die meisten Leute, die negativ denken, verirren sich jetzt gar nicht so mehr. Ja, okay. Christoph, welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt, die ich dir unbedingt stellen sollte, dass die Leute was Wichtiges über dich erfahren, wie du tickst? Oh, gute Frage. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wäre das jetzt ein Bewerbungsgespräch, hätte ich verkackt. Was kann man über mich noch fragen? Ja, vielleicht so ein bisschen die Motivation, warum ich vielleicht so gerne reise. Werde ich oft gefragt von vielen Leuten. Ja, warum reist du eigentlich so viel? Das hat einerseits natürlich einfach den Hintergrund noch des Business, dass ich vor Ort in den Ländern sein möchte, mich mal mit einem Anwalt treffe, in der Bank gehe, um zu shoppen, dort ein Konto zu eröffnen. Aber für mich ist es einfach ungemein stimulierend. Also irgendwie braucht mein Gehirn das, ständig neue Eindrücke zu haben. Also wenn ich mehr als 2 Wochen an einem Ort bin im Moment, würde ich wahrscheinlich durchdrehen. Also im Moment kann ich mir echt nicht vorstellen, selbst einen Monat an einem Ort zu bleiben. Das wäre schon relativ schwierig für mich. Ich brauche halt einfach diese Veränderung im Kopf. Neue Leute, neue Landschaften, neue Eindrücke, die ich dann auch sehr oft sehr gut in den Produkten, die ich mache, verarbeiten kann. Okay. Wenn jetzt jemand nur eine Sache mitnimmt aus dem Interview, wenn du sagst, okay, manche Leute scrollen ja nach hinten, so gucken sich nur das Ende vom Interview an. Wenn das jetzt jemand gemacht hat und der sieht nur diesen allerletzten Satz, den du jetzt sagst, was ist das, was die Leute aus diesem Interview mit dir für sich selber konkret mitnehmen sollen? Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Leute sich klar machen sollten, was ihre Werte sind, was ihre Präferenzen sind. Und wenn sie meinen, sie wollen ein freies Leben führen, ein unabhängiges Leben führen, Unternehmer werden, dann müssen sie sich wahrscheinlich stark entscheiden, ob sie tatsächlich in ihrem Heimatland bleiben wollen oder nicht woanders auf der Welt deutlich, deutlich bessere Möglichkeiten haben,
Vermögen aufzubauen und dann vielleicht auch irgendwann zurückzukehren. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen, das ist auch für mich nicht ausgeschlossen. Und dann einfach sich so ein bisschen zu informieren und zu sagen, was brauche ich, was möchte ich machen, macht es Sinn, da das Unternehmen zu gründen oder da, möchte ich vielleicht reisen oder möchte ich einen festen Wohnsitz haben. Und je nachdem gibt es halt aber Millionen von Kombinationen. Das ist eine große Sache, das verunsichert viele Leute natürlich auch, aber wenn man dann ein bisschen sich informiert, sich vielleicht von mir beraten lässt, dann kriegt man dann eine gute Lösung hin. Okay, alles klar. Ja, Christoph, ich danke dir für das Interview. Ich fand es auch sehr interessant, mit dir zu sprechen. Wir haben, glaube ich, schon vor 2 Jahren oder so hatten wir schon mal Kontakt. Und ich kann dir so als Rückmeldung geben, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass du irgendwie persönlich einfach viel lockerer geworden bist, dass du irgendwie so, ja, weiß ich nicht, selbstsicherer, kommunikativer bist und dass du auch wirklich das richtig ausstrahlst, was du lebst. Und ich glaube, das ist auch was, was viele Leute halt auch bei dir anspricht, dass du halt einfach ehrlich, offen und authentisch bist und einfach das machst. Ja, genau, das hat sich einfach mit der Zeit entwickelt. Und vor 2 Jahren, als wir gesprochen hatten, hatte ich wahrscheinlich noch nie ein Interview. Okay. Ja, super. Christoph, ich wünsche dir alles Gute. Ich bin gespannt auf deinen... Genau, das hat sich einfach mit der Zeit entwickelt. Vor 2 Jahren, als wir gesprochen hatten, hatte ich quasi noch nie ein Interview gemacht. Und jetzt bin ich auf etlichen Konferenzen, bin als Speaker. Früher war es für mich ein Horror, irgendwie selbst an der Uni wie einen kleinen Vortrag zu halten. Jetzt geht mir das quasi ohne Vorbereitung aus der Hüfte. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich und wünsche dir einen energetischen Tag mit vielen Erfolgen und vielen interessanten Eindrücken. Den werde ich heute sicher noch haben. Ja. Danke dir, Martin. Tschüss. Ciao.